Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Guardian. Wir haben hier gerade eine nicht ganz so leichte Stelle vor uns, wie es aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einfach da runter müssen und den Schalter aktivieren, aber ich bin mir nicht sicher, dass das so gedacht sein kann. Oh oh. Und ich glaube, wir hätten nicht in den Scheinwerfer aktivieren dürfen. Lasst mich los! Okay. Ich locke euch jetzt einmal hier rüber. Was bringen diese scheiß Türen? Könnt ihr mir dazu irgendwas sagen, was diese Türen bringen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich eben so schnell so weit von euch weggekommen bin, dann sollte dieser Sprint hier doch ausreichen, um den Schalter zu ziehen und Trico dann zu holen. Nicht wahr, Trico? Nein, es reicht nicht. Reicht zumindest so viel, dass ich drunter durchkommen könnte. Aber wenn wir jetzt noch eine Runde machen, wird echt Zeit, dass ich irgendwie demnächst mal einen neuen PC bekomme, aber so wie mein aktueller Plan ist, wird das vor in anderthalb bis zwei Jahren nichts. So lange musst du doch aushalten, PC. Das schaffst du irgendwie. Ich glaub an dich. Eine Runde noch. Leute. Kommt brav hierher. Und go. Ja, Trico, du schaffst das. Trau mir, ich krieg dich hier schon durch. Mir passiert nichts. Ich bin schnell genug im Tastendrücken. Okay, wunderbar. Nein, ich bin schnell genug hochgekommen, aber danke, Trico. Was habe ich hier? Was ist das? Warte mal. Kann das des Rätsels Lösung sein? Dann habe ich es ja von Beginn an immer falsch gemacht. Der ist jetzt noch sauer auf die Dinger hier, solange wir noch im Rage-Modus ist. Das heißt, er greift sie jetzt an. Das bedeutet, solange Trico noch im Rage-Modus ist, greift er diese Dinger an. Und wenn ich die jetzt vor die Türen da vorne lege, dann macht er die Türen kaputt. Du bist nicht mehr im Rage-Modus, oder? Ja, du bist nicht mehr im Rage-Modus, alles klar. Ich habe nämlich jetzt erst gecheckt, dass man die Dinger hochheben kann. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn wieder in Rage-Modus bringen kann. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Dann werden wir halt nicht sehen, was hinter diesen Türen ist. Ist auch vollkommen egal. So, ich muss da hoch. Könntest du da was machen, Trico? Könntest du da was machen, Trico? So ist schon gar nicht schlecht. Okay.
Okay, also ich muss darüber, dann von... Wüsste ich schon nicht weiter. Könntest du mich denn dahin bringen? Darüber? Damit ich dann wieder ins Holz springen kann oder so? Oder da dran? Nee, das ist zu niedrig. Okay, Trico, wir haben ein kleines Problem. Ich muss nämlich irgendwie da oben lang. Ich weiß nie wie. Och nö, jetzt weiß ich schon wieder nach 2 Minuten nicht weiter. So langsam fängt es mir an, ein bisschen auf die Nerven zu gehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also das Spiel ist echt süß und cool gemacht, aber hat auch eine super Atmosphäre. Aber das Gameplay ist teilweise echt sehr nervig und da braucht man teilweise echt Nerven wie Nerven aus Stahl. Und damit klarzukommen, dass ich jetzt hier schon wieder 10 Minuten festhänge. Jetzt hier wieder 5 Minuten warten kann, bis der Hund, sage ich schon. Naja, bis Trico jetzt hier irgendwann mal checkt, was ich von ihm will. Dann müssen wir abwarten, bis er dann endlich das macht, was ich will. Dann kann ich austesten, ob das, was ich machen wollte, überhaupt richtig war. Und wenn es nicht richtig war oder ich es verkacke, dann können wir wieder von vorne anfangen. Und gerade in dem Let's Play ist das, glaube ich, sehr anstrengend teilweise. Und auch ich persönlich bin jemand, der jetzt an so einer Stelle dann langsam mal sagt, so langsam möchte ich halt auch mal ein bisschen kontinuierlichen Fortschritt sehen und halt nicht, wie gesagt, es nervt schon teilweise relativ stark, wenn man alle 2 Meter von ich häng fest zu ich häng bei der nächsten Stelle fest zu ich häng an der nächsten Stelle fest und dann hänge ich wieder fest und dann hänge ich 5 Meter später wieder fest. Irgendwann fängt das doch an, ein bisschen sehr auf den Nerven zu gehen, wie gesagt. Zumindest mir. Trotz alledem interessiert es mich aber auch sehr zu wissen, wie es weitergeht. Und das hält mich am Ball. Deswegen werden wir das Let's Play auch durchziehen. Nur ich ziehe eventuell in Erwägung, ab demnächst vielleicht parallel auf meinem Zweitbildschirm eine Komplettlösung offen zu haben. Für den Notfall, dass ich wirklich nicht weiterkommen sollte. So, wir müssen jetzt irgendwie da oben drum rum. Das heißt, wir müssen dafür hier runter. So. Dann darüber. Ja, hi, Trico. Dann da hoch. Also ist schon richtig hier. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Was ist das denn? Achso, das sah eben aus wie ein leuchtendes Stück Papier. Aber das war einfach nur so eine Metallhalterung, die ein bisschen was vom Licht reflektiert hat. Ein bisschen auffällig. Gut, leicht unnatürlich. Aus dem Grund wirkte das so komisch. Also da oben in der Mitte können wir nicht rauf. Das heißt, wir müssen hier weiter. Und wahrscheinlich müssen wir hier rüber. Nee, weil da ist ein Balken, der blockiert. Deshalb müssen wir hier weiter. Da kommen wir auch nicht hoch.
Jetzt müssen wir hier weiter. Da unten blockiert auch ein Balken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da lang. Oh Gott. So. Ja, ist ja gut, Rico. Müssen wir jetzt darüber? Aber da blockiert doch auch ein Balken. Hallo? Das klappt nicht, oder? Sich da so dran vorbeizuhangeln? Nein, das klappt nicht. Ja, guten Tag. Okay, Labyrinth ist immer am sinnvollsten vom Ende loszugehen. Also da müssen wir am Ende hin. Das heißt, wir müssen dann da hoch. Um da hoch zu kommen, müssen wir da drauf. Um da drauf zu kommen, weil da auch ein Balken ist, müssten wir von... Oder ist das da so ein Dreieck? Das konnte ich von hier aus nicht gut sehen. Ne, müssten wir von da kommen, um da drauf zu kommen. Müssen wir quasi von da oben kommen, um da drauf zu kommen, müssen wir dahin, um da drauf zu kommen, müssen wir dahin, um da drauf zu kommen, müssen wir dahin. Und um da drauf zu kommen, müssen wir irgendwie da drüben hin, aber da gibt es keine Verbindung. Ich bin voll überfragt. So, und ich habe es eben angekündigt und ich werde es jetzt tun. Ich werde mir jetzt parallel eine kleine Komplettlösung öffnen. Beziehungsweise ich werde eine Videoform suchen. Muss es doch irgendwo Walkthroughs zu geben. YouTube. Ja, ist okay. Wir machen gleich weiter. Last Guardian. So. Okay, wo könnten wir ungefähr sein? Wie weit im Spiel ist das? Das sieht weiter aus als wir. Also lieber zurück. Fuck, wenn das wirklich weiter ist als wir. Och nö. Oh nö. Ich scheine einfach richtig, richtig scheiße in dem Spiel zu sein. Oder das ist nicht der erste Durchlauf von demjenigen, den ich hier gerade sehe, weil wir sind jetzt, glaube ich, im 6. Part. A 30 Minuten. Und der hier ist im 5. Video. A 20 Minuten ist weiter als wir. Das sieht nicht so gut aus. Wir werden relativ lang brauchen, weil der 20 Videos gebraucht und wenn wir jetzt, naja, jetzt schon hinterherhängen, obwohl wir viel mehr Zeit brauchen und in späteren Videos hat der scheinbar, wie ich das richtig sehe, hier auch 40 Minuten Videos, dann werden wir so auf die 40 Parts zu gehen, sieht's aus. Meine Fresse. Wir werden ungefähr doppelt so lang brauchen wie derjenige hier. Jetzt kommt Werbung. Ich weiß noch nicht mal, ob das der richtige Part ist, den ich jetzt anklicke. Mann! Das funktioniert ja super mit der Komplettlösung nebenbei. So, das sieht gut aus. Moment, der ist da irgendwie doch dran gekommen. Das muss ich mal sehen, wie der da dran gekommen ist. Wie ist der da dran gekommen? So, da klettert er draußen rein. Komme ich hier nochmal wieder hoch? Das wäre voll schön. Nein. Oh Gott! Och nee, wo komme ich wieder? Wo komme ich wieder? Oh nein! Och, fick dich doch, Spiel. Oh Gott, habe ich gerade keine Lust mehr. Und ich spiele jetzt gerade noch gar nicht so lang. Und man kann da doch hoch. Okay, das war mein Denkfehler. Ja, dann kann ich das Video gleich pausieren und gleich selber weitermachen. Ich habe einen Denkfehler drin gehabt, beziehungsweise kein Denkfehler, sondern ich habe gedacht, dass etwas nicht geht, was scheinbar doch funktioniert. Und habe deswegen einen viel zu komplizierten Weg genommen.
Noch nicht wieder runter, noch nicht wieder runter. Ich bin noch nicht drüben. Jetzt. Okay, schneller. Kumpel, schneller, schneller, schneller. Gut, das ist jetzt hilfreich. Jetzt habe ich ein. Jetzt weiß ich ungefähr, beim wievielten Video ich da reinschauen muss. Oh. So. Muss am nächsten Mal so nicht mehr suchen. Lass es jetzt einfach die ganze Zeit parallel offen. Und wenn das nächste Mal eine Stelle kommt, an der ich wirklich gerade irgendwo sitze und nicht weiter weiß, dann gucken wir da einfach ab und zu mal rein. Ich werde es auf jeden Fall probieren. So ist es nicht. Ich werde jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit sofort von Anfang an reinschauen, aber fürs Let's Play ist es schon angenehmer, wenn ich da ab und zu dann mal reingucke und jetzt nicht immer verzweifle. Aber wie gesagt, hier habe ich einfach gedacht, das funktioniert nicht. Ich meine, das funktioniert scheinbar schon. Ich hätte jetzt hier noch stundenlang rumsuchen können. Um zu schauen, wie es denn mit dem Weg geht. So, ich habe ja gedacht, hier funktioniert nicht. Aber hier kann man einfach dran. Weiter habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist es auch der falsche Weg, aber das bietet uns auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Möglichkeiten. Ich glaube aber nicht, dass ich hier richtig bin. Ich glaube, es wäre schlau, jetzt wieder hier hinzugehen. Und dasselbe, was ich hier jetzt gerade getan habe, einfach beim nächsten Holzpfosten zu machen, weil dann wären wir drüben. Also, dasselbe da machen. Dann wären wir nämlich da oben drauf. Und dann ist die Frage, soll ich von da aus dann darüber jumpen? Wäre das schlau? Oh Gott. Oh mein Gott. Mach das nicht nochmal. Wieso geht das jetzt hier nicht? Okay, dann bin ich genauso aufgeschmissen wie eben auch. Wenn das hier nicht funktioniert, stecken wir wieder an derselben Stelle fest und ich weiß wieder nicht, wie es weitergeht. Dann gucke ich mir das doch weiter an. Juhu! Vorspulen. Okay, war bei ihm nämlich auch nicht richtig. Na, gut zu wissen. Dann kann ich ja bei dem auch weiter vorspulen und auch weiter vorspulen. Oh Gott. Vielleicht denke ich dran, das rauszukatten. Okay, okay. Hallo, könntest du bitte jetzt hier langsam mal... Es tut mir so... Ich hoffe echt dran. Ich hoffe echt, ich cutte das raus. Weil der stellt sich tatsächlich genauso doof an wie wir auch. Das ist nicht dein Ernst. Boah, Trikot, leck mich am Arsch. Mein allererster Ansatz. Mein allererster Ansatz funktioniert. Mein allererster Ansatz funktioniert. Nur bei mir hat er nicht funktioniert. Ich habe es doch dreimal probiert und es hat nicht funktioniert. Deswegen ist der Checkpoint auch hier unten. Weil man Trikot da hinschicken soll, damit der da hochklettert. Und das habe ich am Anfang dreimal probiert und jedes Mal ist er von der Wand einfach weggegangen. Ich habe es zweimal in der Mitte probiert, dann einmal rechts, dann wieder links und dann nochmal in der Mitte. Und er hat es jedes Mal nicht gemacht. Und hier im Video macht er den Befehl einmal und der funktioniert sofort. Er soll genau das machen. Wehe, du machst es jetzt nicht. Er macht das bei mir einfach nicht. Ich habe gerade im Video gesehen, dass er es macht. Beim ersten Versuch hat das im Video gemacht. Wir haben jetzt gerade den vierten Versuch gestartet. Ganz ehrlich, wenn man das Spiel nicht kennt und wenn man nicht weiß, dass das funktioniert, wie soll man denn dann darauf kommen? Wenn man es viermal probiert und das Viech viermal sagt, nö, dann geht man doch davon aus, dass es nicht funktioniert und probiert es nicht noch dreimal, bis es dann vielleicht endlich doch funktionieren kann. Hier, macht jetzt gar nichts mehr. Was ist mit euren tiefen innerlichen Verbindungen?
Ja, mach jetzt. Ja, siehst du, und jetzt macht das im 6. Versuch. Wie soll man denn da dann blind drauf kommen? Ganz ehrlich, also das ist echt doof. Deswegen brauche ich diese Kacklösung nebenbei. Ich habe es 5, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht das Video gesehen hätte und gesehen hätte, dass es da funktioniert, ich habe es jetzt insgesamt 5-mal probiert. Und 5-mal hat das Viech mir relativ eindeutig mit seiner Gestik mitgeteilt, dass er nicht weiß, was wir von ihm wollen und dass das nicht funktioniert. Dann probiere es doch kein 6. Mal. Ich habe es halt beim 3. Mal nicht mehr probiert, weil ich habe mir gedacht, okay, 3-mal habe ich es jetzt probiert, 3-mal hat er mir relativ eindeutig gesagt, ich weiß nicht, was du von mir willst. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht eingeplant. Also lasse ich es halt und probiere andere Wege und verzweifle dann hier fast 20 Minuten an dem Scheiß. Nur um dann festzustellen, in der Komplettlösung nachzugucken und zu sehen, ey, funktioniert doch so, wie ich es 3-mal probiert habe. Also für Blindspieler ist dieses Spiel, also für den ersten Durchlauf ist dieses Spiel, glaube ich, tatsächlich nicht so toll. Und für den zweiten Durchlauf hat es, glaube ich, seinen Charme verloren. Ich bin noch nicht so ganz von überzeugt. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ich finde, es hat deutliche Schwächen. Dafür, dass es so lange in Entwicklung ist. Also ich will das Spiel jetzt hier nicht schlecht reden, es ist ein sehr cooles Spiel, aber oh nein. Und ich glaube, diese Dinger hier sind nur dafür da, damit man sich nicht runter in den Tod stürzt, um da zu landen. Sondern man soll wahrscheinlich irgendwo sanft runtergleiten. Oder zumindest außerhalb dieser Scheinwerfer runtergleiten, damit man dann in Ruhe den Schalter ziehen kann und dann halt zumindest eine Chance hat, da durchzukommen, ohne von den Scheinwerfern entdeckt zu werden. Das ist der einzige Grund, weshalb diese Holzbalken hier existieren. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh Gott. Spawn ich bitte wieder in diesem Raum hier? Bitte. Hallo? Hallo? Okay, immerhin. Weißt du was? Leuchte mich nicht an, leuchte mich nicht an. Ich bin weit genug weg. Ich bin nicht weit genug weg. Ich bin besser als ihr! Als ihr alle! Wir machen es auf dieselbe Taktik wie eben auch! Ja, ihr kommt jetzt alle hier hin. Ja? Alle hier hin. So ist fein. Dann renne ich einmal an euch allen vorbei, was überhaupt nicht funktioniert. Ah, die schleppen. Jetzt weiß ich, wofür diese Türen da sind. Die schleppen uns halt bis zu dieser Tür und wenn die uns da durchgeschleppt haben, dann ist Game Over. Gottes Willen, darf ich bitte irgendwas tun? Das ist die schlimmste Kacke, die ich jemals... Ah, oh, das Spiel frustriert nur noch. Toll, jetzt kann ich 2 Millisekunden an dem Ding hier ziehen. Und wird wieder gepackt. Trikot, 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 na immer ein Stück. Bist du der Einzige, der gerade hier ist? Kann ich es nämlich nochmal probieren. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Oh.
Guten Tag. Wie hat er das denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin doch sonst immer einfach an dem vorbeigelaufen. Ja, ist ja in Ordnung. Mir ist klar, dass ich keine 2 Zentimeter gehen kann. Jetzt hat sich auch noch das Videoprogramm wieder aufgehängt. Ist das eine Kacke? Das Spiel nervt mich gerade so tierisch. Gott, nervt mich das. Ah! Ja, ich werde hier diesmal 4 Anläufe brauchen und die Anläufe dauern so lange. Dauern so lange. Wenn ich euch jetzt versuche, hier hinzulocken. Das Problem ist, wenn ich hier gegrabt werde, dann ist es eh vorbei für mich. Warum seid ihr noch so weit da hinten? Okay, aber egal. Trikot. Yes! Mach sie alle! Aber wie gesagt, diese Tür wird wahrscheinlich eine Game-Over-Tür sein, deswegen kriege ich die auch nicht auf. Weil die halt einzig und allein dafür da ist. Dass die Viecher uns da durchschleppen und sobald wir da durchgeschleppt werden, sind wir tot. Deswegen gibt es bei jedem einzelnen von diesen Gegnern so eine Tür. Also immer wenn einer davon auftaucht, gibt es eine Tür. Und das ist der Grund. Alles in Ordnung, Trico. Alles gut. Alles gut. Ja. Okay. Was machst du da? Was tust du da? Wir sind in die andere Richtung. Da müssen wir hin. Boah, ich sehe es schon kommen. Da ist der nächste Raum mit den Volldeppen. Ich sehe sie schon. Da hoch. Ja. Machst du es diesmal im First Try? Machst du es diesmal? Hast du es diesmal verstanden? Ja. Fein gemacht. Diesmal hast du sogar verstanden, was ich von dir will. Also, wenn jetzt der Junge noch das machen würde, was ich will, dann wäre ich sehr glücklich. Hier ist doch kein... Ach, das war der Spiegel, den ich gesehen habe. Und runter! Okay, hier haben wir wieder einen Spiegel zum Runterschieben, was auch immer das immer bringt. Schaffen wir das bis dann da oben, Trico? Ist ein bisschen hoch, ne? Aber schaffen wir wohl. Also, du guckst dahin. Dann müsstest du ja eigentlich schon Bescheid wissen, oder? Ja, weiter so.
Da lang? Wieso guckst du nach da? Willst du lieber nach da? Okay, dann gehen wir halt nach da. Ja, genau da wollte ich hin. So, jetzt dahin. Trikot? Dahin? Ja. Ja. Jawohl. Hey, okay. Als nächstes habe ich keinen Plan. Toll, Trikot. Hast du eine Sackgasse? Nein, hast du es nicht. Hast du fein gemacht, Trikot. Da hoch jetzt. Toll gemacht. Ich wollte gerade schon sagen, wenn wir jetzt wieder in dem Raum sind mit der Kiste, dann kotze ich. Ach, so bist du jetzt mutig gekommen. Ach, den kann man von einer Seite aufschieben, aber von der anderen nicht. Okay, so bist du jetzt mutig gekommen. Das macht Sinn. Jetzt muss ich dich leider verlassen, Trico. Willst du mich verarschen? Da ist er durch die Kette durchgesprungen. So, und wie wir sehen, hätte es auch eine alternative Möglichkeit mit Hilfe von Trikot gegeben, hier hochzukommen. Ohne die Kette. Das ist ja schon mal ganz gut. Okay, dann du. Was bringt das? Okay, ja, das ist an sich natürlich nicht schlecht. Das Problem ist, ich komme jetzt da nicht hin. Von wo aus sollte ich denn da dran springen können? Ja, ist sehr nett von dir, Trico. Finde ich auch sehr zuvorkommend, aber ich werde da niemals dran springen können. Das ist zu weit weg. Das ist viel zu weit weg. Ich müsste hier dafür irgendwo hoch. Also von weiter oben könnte ich den Sprung dahin schaffen, aber von hier aus niemals. Deshalb... Komm mal wieder runter, Trico. Lass mich kurz wieder heile werden. Ja, ist ja okay. Reicht jetzt auch. Dann hoch. Weiter hoch. Noch weiter hoch. Und jetzt wollten wir da oben hin. Feiner Trikot. Ganz feiner Trikot.
Oh Gott. Weg hier. Bin ich jetzt gelandet? Oh Gott. Muss ich hier lang? Oder soll das eine Zwischenstation vor dem hier sein? Was ist das hier für ein Kristall? An dem Haken hier hängt so blaue Suppe. Okay, weißt du was? Ich betätige jetzt erstmal den Schalter, der hier ist, der mega auffällig ist. Und dann gucken wir mal, was die blaue Suppe hier macht. Ich hoffe, die macht Trico nicht wie diese komische blaue Energie beim letzten Mal so aggressiv, dass er uns killt. Okay, was fange ich mit dir an? Wir haben blaue Suppe, wir haben blaue Suppe. Was auch immer ich mit blauer Suppe anfangen kann, ich habe blaue Suppe. Okay, gehen wir mal den offensichtlichen Weg mit der blauen Suppe. Ist das irgendwie ätzendes Material? Können wir damit irgendwas aufätzen? Ich habe keinen Plan. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Ich habe keine Idee. Dann würde ich an dieser Stelle aber einfach mal die Situation nutzen und den Part beenden. Deswegen hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.